abstoßen, stinkt die Picknickkombi. Wir haben 10 leckere Gerichte aus China, die wir originalgetreu nachkochen und gegeneinander antreten lassen. Wir lassen sie probieren und lassen es bewerten. Wir wollen die Top 3, diese 10 Gerichte rausziehen. Ja, 5. Die Gewinner, die Top 3, die nehmen wir mit, lingeln an irgendeine Haustüre und kochen die bei jemandem zu Hause. Ich soll dir meine Adresse geben. Okay. 第一期就让我粉丝比例最高的广东省太肠粉出战，今天就让德国人体验广东美食的鲜，而不俗。搬好小板凳，我们出摊了。你谁走？我不仅要还原当地的正宗做法，还要做得更适应德国人的胃，最多放点肉啊。 See you in 1 minute. 我先尝尝味道怎么样啊？ 可以啊，我觉得味道很好，有蛋有肉有虾。我应该做好一个，就白着找一个。哪里有人？Servus， darf ich was Leckeres zu essen anbieten？ 要干你，当然了。Danke，ciao，ciao。哎呀妈，人家不要吃呀。Jungs， habt ihr Lust was zu probieren？ Spezialität aus Guangdong。 Was ist das? Ein Bundesland in China. Das weiß ich, ja, aber das hier. Achso, das sind Changfan. Also es riecht auf jeden Fall nach guter Geschichte mit Sichuan. Ich glaube, es ist da vorne her. Da vorne habe ich meinen Stand, ja genau. Schaut da, Liga, Red, hier! Ja, glaube ich, ja. Die fliegen an viele andere Orte auch, aber China ist für mich Favorite. Und ich glaube, ich habe 300 Mal gegessen wahrscheinlich dort und nicht zweimal das gleiche. Die Auswahl in China ist einfach unendlich. Wir waren jetzt schon ein paar Wochen schon mal in der Stunde. Wir laufen eigentlich relativ oft durch den Tag und einmal haben wir schon 10 gehabt. 今天终于看到你们了，我望着等了好久好久。 Gut riechen tut's auf jeden Fall. Na, dann mach mal ab. Mit Stäbchen, oh, das kann ich gar nicht. Das heißt, ihr wart schon öfter in China? Ja, ja, ein paar Mal schon, ja. Ich bin meistens in Guangdong. Na, nie der Dschungel zu mehr. Xixi. Wow! Einmal war ich chinesisch essen, hat man doch so besser gehabt. Hm, sehr gut, das ist wie ein interessantes Omelette. So wie Pfannkuchen, aber halt Pfannkuchen gleich mit Belag. Ja, dann würde ich das vorziehen. Ja. Also der Fisch ist sehr lecker, die Soße ist auch toll. Also ich finde es wirklich richtig lecker. Mhm. Schmeckt es? Das finde ich aber geil. Das schmeckt auch geil. Mhm. Ist das einfach Reismehl? Mhm. Da ist noch was anderes drin. Stärke drin. Reismehl, genau. Das ist es. Aber die Konsistenz finde ich ein bisschen krass, muss ich sagen. Weil das ist so über den Gaumen schmiert drin. Ja, das finde ich ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist ultra lecker. Das ist lecker, sehr lecker. Schon Killer. Ist das Fertigsoße oder habt ihr die auch selber gemacht? Selber gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Aber dann möchte ich auch noch was hier. Mhm. Das ist echt nichts. Ich hab so Hunger, also von da kommt gerade knollig, ekelig. Komm, das probier, schau mal. Aber schmeckt echt gut. Komm, probier mal hier. Komm jetzt. Ich mag keine Soja. Du magst es nicht? Nein. Na, sprich, dann ist es allein. Das ist kein... Das riecht geil, oder? Ja. Es riecht gut, aber ich mag keine Soja. A few moments later. Irgendwo drauf, wo keine Soja drauf ist. Die Soße macht es hier dann richtig, richtig besonders. Davon könnte ich jetzt einen ganzen Topf essen. Mhm. Aber wenn ich dann noch so einen Löffel Amten so daheim zu. Der ist gut, gell? 听说我的老冤家最近有了新动作，他们提高了他们的选择，现在有好吃的东西。Falafel mit Salat 6块钱，还有沙拉 6块钱，还有德国香肠沙拉 6块5。吃风先忙，我真的看好这个 kiosk。万一有一天他们质问我，Hey Tommy， 能不能教我们怎么做中国菜呀？Also die Zuschauer, die haben gesagt, für diese Portion würden sie 3 Euro veranschlagen. Ja, nee, da würde ich dann schon mehr machen, schon. Echt? 5 Euro mindestens. Bist du dir da sicher? Warum? Das ist zu viel und zu wenig. Ich finde für die Portion 3 Euro finde ich eigentlich schon gut. Nein. Nein? Also dafür wäre ich auch bereit. Dafür wäre ich auch bereit, dafür 10 Euro zu zahlen, ganz ehrlich. Bitte schön.
ganz herzlichen Dank. Nein, ich hab's Ganbei. Ganbei. Danke euch. Hättest du vorhin gedacht, als du mich gesehen hast, dass es so lecker schmeckt? Nee. Aber no offense. Man liegt öfters mal falsch im Leben. Das ist cool, dass ihr das macht. Finde ich geil, ja. Aber ich finde cool, dass man dann sowas macht für so ein Paar. Wie ein Erlebnisbad. Also das würde ich echt dann so einen kleinen Imbiss machen. Ich bin mehr Stammkunde bei euch. Kein Gesicht machen. Hammer, Sache auf jeden Fall. Ihr habt den Tag gerettet. Hammer, also Street-Trinkina würde ich auf jeden Fall vorbeikommen. Definitiv. Shang Ye Huichui, Jie Shu La. Da Fan, das ist die Zeit. Guangdong Daibel, du Fans, dauert es doch. Ma Shang, zu Diego. Oha, übertreibt der Abstoß, das stinkt wirklich komisch. Ich kann dir doch nicht schreiben, Mensch. Aussehen, abstoßen, anziehen. Nein, anziehen. Siehst du das, nachdem du das gegessen hast? Ja, das ist halt Aussehen, genau. Aufziehen. Dann Geruch. Das riecht sehr gut. Das fand ich auch. Geschmack? Lecker. Konsistenz? Das ist für uns schwieriger. Ja, da würde ich auch ein bisschen weniger geben, einfach wegen was Ungewohntes. Also für den deutschen Geschmack, der gedämpfte Reismehl. Wenn es jetzt dir geben würde, würdest du es kaufen oder denk mal als Deutscher, ja, ist komischer als die Essen vielleicht. Eine Marke muss ich erst aufbauen. Ja, das heißt, du musst erstmal, so Pizza ist ja auch erst dann, wenn die Leute gemerkt haben, Pizza schmeckt gut. Ja, und dann musst du es verkaufen. Gibt es irgendwas anderes, was so ähnlich ist? Was konkurriert denn mit diesem Produkt? Ich würde sagen, keine. Ich das noch Nachkochschwierigkeit ist wahrscheinlich ziemlich einfach. Ja klar, Schwierigkeit null. Ja, du brauchst aber das richtige Gerät. Ja, du kannst vielleicht den Pfann etwas Englisch wahrscheinlich. Also die Zuschauer, die haben gesagt, diese Portion so würde 3 Euro kosten. Das ist ein sehr gutes Preis-Leistungsfeld. Nee, ich glaube, das ist zu billig. Ich hätte jetzt 5 Euro. Nee, ja, geht auch. Heute Abend der Zuschauer 8分，接下来轮到四川省，代表了快来评论，你最想安排的四川菜代表，我会把评论热度最高的搬上我的小推车，下个星期见。